Hast du Olympia geschaut? Olympia, Winterolympiade. Nein. In Pyeong? In Nordkorea. In Nordkorea. Südkorea. Sag ich doch. Ah. Und das ist ganz spannend. Sie ist ja fast schon fertig jetzt. Sie hört irgendwie am Sonntag hört sie, glaub, auf. Yeah. Und jetzt ist aber schon klar, wer am meisten Medaillen wird heimnehmen. Wer wird am meisten Medaillen heimnehmen? Was meinst du, welches Land? Weiß ich nicht. Da Vorschläge, Medaillen, was? Wie? Wie? Deutschland, Norwegen, da? Österreich. Ja? Nein, alles falsch. Alles falsch. Am meisten Medaillen nimmt heim Nordkorea. Das ist klar. Das ist... Sehr gut war auch Holland. Hat wahnsinnig viele Medaillen geholt. Gold, Silber, Bronze. Und zwar alle in der gleichen Disziplin, im Eisschnelllauf. Die haben einen super Trick aber angewendet, weil Eisschnelllauf hat ganz viele verschiedene Disziplinen, die einfach gut sind. Und sie holen die jeder. Es gibt Eisschnelllauf 5000 Meter, Eisschnelllauf 1500 Meter, Eisschnelllauf 1500 Meter begrifft, Eisschnelllauf Hürde. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Da holen die einfach wahnsinnig viele Medaillen heim. Und ich habe gedacht, wir könnten doch auch mehr Schweizer. Könnten doch in den Sachen, die mehr gut sind, müssen wir doch auch mehrere Variationen von dieser Sportart einführen. Disziplinen. Wir sind ja wie? Disziplinen. Mein Deutsch ist besser als dein. Ja, ich weiß. Aber ich bin immer noch ein Mann. So. Oh. Und man könnte ja eigentlich die Sportart, wo wir gut sind, auch verschiedene Disziplinen machen. Zum Beispiel alles mit Ski. Also für Abfahrt haben wir eine Medaille geholt. Zum Beispiel. Ja? Man müsste das also nicht nur Abfahrt machen, sondern auch Halbfahrt, Abfahrt Fondue, Abfahrt mit Jodler. Ja? Auffahrt! Auffahrt, Heifahrt. Da könnten wir überall wirklich tolle Punkte holen. Das müsste eigentlich möglich sein. Enttäuschung hingegen bei den Schweizern ist ganz klar die Disziplin. Das Langweilige, wo du durch das kalte Zeug durchfährst, wo nur durchfährst, ohne etwas zu machen, das Hässliche. Wie heisst das? Olden. Nein. Bob. Bob, das war enttäuschend. Da sind wir, da zweier Bob, da sind wir nicht gut gewesen. Das ist ein bisschen schade. USA, auch ein bisschen schade. Die sind auch nicht gut gewesen. Im Biathlon. Die sind im Biathlon gar nicht gut gewesen. Komisch. Hä? Eigentlich komisch. Weißt du wieso? Du weißt es bestimmt. Ja, ich weiß es bestimmt. Sie sind zwar ganz gut im Langlauf, aber die besten Schützen gehen aber noch in die Schule in den USA. Es ist aber auch eine blöde. Es ist ja auch wirklich eine blöde Sportart, oder? Biathlon, Langlauf und Schießen, so dumm. Was kommt da als nächstes? Skifliegen und Würgen, vielleicht? Oder Eisstockschießen und Putzen, so dumm. Das ist Görling, stimmt. Görling ist jetzt auch, sind die Russen sind dopt worden, oder nein, entdeckt worden, wie sie beim Görling dopt haben. Wie dumm! Weißt du, die Russen, die sowieso extrem aufpassen müssen, hey, wir können einen dopen. Der Görler, sehr gut. Sonst schläft er ein. Mit was dopt man einen Görler? Ja? Ja, mit Putzmitteln. Sehr schön. Mit was sonst? Ist eigentlich logisch. Und weil die Russen müssen wirklich aufpassen, die dürfen ja fast nicht dürfen teilnehmen an der Winterolympiade. Weil sie zu viel gedopt haben. Das heisst, Putin, du darfst nicht mitmachen bei unserer Winterolympiade. Oh. Also gut, okay, du darfst nicht machen, aber einfach ohne Ski und Schleifschuhe. Oh. Also gut, darfst einfach ohne Fahne. Die Russen haben ohne Fahne dürfen einlaufen. Ja? Musst du dir das mal vorstellen? Russen ohne Fahne? Ja, nein, Landesfahne. Ah. Ohne Landesfahne haben sie da viel. Und dann hat sich gerade Putin hat sich gerade gerecht. Er hat gesagt, schau hier, Putin will Ersatz-Olympia für seine Dopingsportler. Er macht eine eigene Winterolympiade, will er durchführen. Hier sehen wir ihn gerade Eishockey, wo er selber mitgespielt hat. Er hat natürlich gewonnen, 150-0. Und was könnte er noch für Sportarten in seine Winterolympiade einbauen? Eiskunstsaufen, wenn möglich. Journalisten schießen. Was noch? Haben wir noch etwas? Wir haben so viele schöne Sachen überlegt. Downhill-Wirtschaften. Ganz gut sind sie im Freestyle-Hacken. Ja, das wäre eine schöne Möglichkeit. Und wir von Devil Late Night haben gedacht, komm, wir möchten Putin helfen, ihm ein bisschen
wo so gebeutelt ist durch seine Dopingsportler und möchte schon mal das Maskottchen für seine Putting-Winterolympiade. Da ist Spritzi. Sein Spritzi hat auch schon den Privalo gewonnen. Und hat das kommt einfach jeden über.